Yo, Leute, was geht ab? So, willkommen zu einem weiteren Part, beziehungsweise ich mache heute mal, eine Kampfmetro-Serie, beziehungsweise das soll jetzt eigentlich so eine Zeit lang werden. Ich versuche jetzt mal die 100 Kämpfe in Folge zu schaffen und ich wollte es im Einzelnen erstmal machen und nehme mir dafür jetzt mein Quaiutsu mit, weil ich sehr, sehr schnell sein werde und auch so sein wollte damit. Durch die Kehrtwende kann ich halt immer wieder rausswitchen und auch gut was gegen machen. Ich habe selber noch nicht so einen großen Plan, was ich alles mitnehmen werde. Ich dachte mir eigentlich so, ja, nimm so Schnelles mit, nimm Speed mit. Oder einfach nur Durchschlagkraft. Da war ich mir noch nicht so ganz sicher. Und ich habe mich dann für Heatwave entschieden, dass ich das auch noch mitnehmen wollte. Zum Rausswitchen halt wieder. Mit Luftballon spiele ich das dann. So kann ich safe zumindest in ein Erdbeben gehen. Und jetzt wollte ich halt auch meinen Heatwave bzw. meine Pflanzenschwäche habe ich hier super aufgefangen auch. Wollte ich da jetzt auch noch ein bisschen so rausholen und dachte mir so, ja, auf was gehst du da jetzt am besten? Nimmst du Gänger mit oder lässt du Gänger jetzt drin, habe ich erst gedacht, mit Fokusgurt. Kann dann super rein switchen, halt auch für den Erdbeben wieder und auch in eine Kampfattacke. Und ja, das wäre jetzt mein Tipp, mein mäßiges Gänger. Einmal hier mit Energiebär, Abgangsmund, um den Gegner nochmal mitzunehmen. Spuk beim Matschbombe. Hier spiele ich Heatwave, Lichtkanone, Kraftreserve, Pflanze, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und mein Quaiutsu. Damit müsste ich eigentlich vieles hart treffen. Ich wollte eigentlich aber auch gerne das Heatwave austauschen. Aber ich weiß nicht, was ich noch mitnehmen soll. Ich habe so viele Pokémon, da weiß man manchmal gar nicht, was man nehmen soll. Und es wäre auch richtig cool, wenn ich mir so ein Azumarill mal halt noch mitnehme oder irgendwas mit kampfmäßig. So gut. Ich glaube, ich habe eine bessere Lösung. Ich werde mir hier mein Lega Lucario mitnehmen, weil es einfach episch ist. Und werde da deswegen mein Heatwave austauschen, glaube ich, auch meine Giftschwäche raus. Meine Pflanzenschwäche auch gut komprimiert, finde ich. Und dann wird das mein Team sein für meinen Versuch im Dreier einzeln. Mal gucken, wie weit ich die Serie schaffe. Ich weiß gar nicht, ob ich in Omega Rubin schon überhaupt mit angefangen habe. In meiner Y, da habe ich schon die 100 geschafft. War nervend aufräumen, besonders die 50 sind immer das kritische, kurz so vom Ende bei 48. Da geht's dann aber rund. Und da wollen wir mal gucken, was passiert. Und ich würde sagen, auf geht's. Müssen gucken. Habe ich jetzt die Einzel oder erstmal die Super-Serie schon freigeschaltet? Nein, ich habe hier nur den Super-Doppel. Das heißt, ich muss erst die 21 Siege machen. Die nehme ich euch jetzt einfach auch mal mit. Die werde ich schon auch einfach mal mit aufnehmen, denke ich mir mal so. Und ich werde hier mit Koyutsu liegen, weil es einfach super schnell ist. Es einfach fast alles uns bietet. Und ja, dann würde ich sagen, auf geht's in einen super, beziehungsweise hoffe ich zumindest super guten. Am Anfang ist es sowieso völlig egal. Da ist ja, wie gesagt, es ist wirklich völlig egal am Anfang. Weil man so schlechte Pokémon da zieht. Und, ich gehe hier in mein Quaiutsu. Und, wollen wir mal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal für den Sondersensor. Werd jetzt halt zum Typ Psycho. Kriege auch gleich die Angeberei. Das ist gut. Für mich nicht. Haha. Nein. Kriege auch gleich die Angeberei. Und, jetzt dafür auf die Kehrtwende, beziehungsweise switch die raus, da ich auf meinen Gengar gehe. Eine Wasserattacke tank ich locker, schneller bin ich auf jeden Fall und kann ihn dann mit meinem Energieball halt direkt rausnehmen. Und er geht hier für einen Biss, der macht natürlich guten Damage, aber ich trage den Fokus gut und ich weiß, dass ich schneller bin. Und ich nehme jetzt mit ein Energieball, nehme ich ihn raus hier. Und er geht hier für ein Zwielicht. Ich gehe hier für einen Spukball. Nehme ihn auf, versuche jetzt direkt rauszunehmen. Ich weiß nicht, ob eigentlich dürfte er es nicht tanken.
und mache schon einfach einen, will nicht sagen super Sweep mit Gengar, aber schon einen echt guten. Da kommt auch schon der Feentyp rein. Ich gehe hier für die Matschbombe. Die reicht natürlich auch aus. Und damit habe ich schon den ersten Gegner besiegt. Und mein Gengar hat da echt schon einen guten Job gemacht. Nicht schlecht. Ja, machen wir gleich die Nummer 2. Am besten wäre eigentlich richtig cool, wenn die so nicht immer so viel labern müssten. Das wäre eigentlich so lang, wenn ich immer jedes Mal... Wollen sie weitermachen? Ja. Kampf Nummer 2 steht, dann kommt sie wieder, heilt die Pokémon. Könnt so einfach so ein bisschen schneller... Das wäre echt cool, aber naja. Da kommt die Vorschülerin. Vorschülerin Nico. Das war doch gerade... Das war doch gerade ein Mädel. Oder habe ich mich da versehen? Sehen wir es gleich. Ich gucke mir es gleich nochmal an. Aber es wundert mich jetzt wirklich. Ich gehe mein Kyojutsu wieder. Mache natürlich sehr viel Damage mit dem Eisstrahl. Ich habe auch überlegt, ob ich eine Zeit lang live auch darauf spiele. Aber da kommt schon das Quapsel. Ich werde hier jetzt mal rausswitchen. Wieder auf meinen Gengar. Da ich den Fokus gut trage. Und ich hoffe mal, dass jetzt keine so starke Attacke kommt. Er geht hier für den Lebensschuss. Ich kriege die durch die Attacke die Fähigkeit schwere. Ich gehe hier gleich wieder für den Energieball. Der sitzt natürlich wieder. Und das Quapsel stirbt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er nicht gerade wirklich gemacht. Doch. Hammer. Und er geht hier in seine Fee wieder. Also ich glaube, Gengar hat bis jetzt. Aber okay, das ist noch der Anfang. Warten wir erstmal ab, bis die Koryphäe kommt. Und Koryphäe ist es ja auch nicht. Das sind doch die, weiß ich gerade gar nicht, wie die heißen. Weiß ich gerade wirklich nicht. Ja, das war ein Mädchen und es ist Vorschülerin Nico. Was ist das? Das ist ein Mädchen gewesen und es heißt Nico. Nico! Das ist kein Mädchenname. Naja. Egal, ich kriege hier schon wieder die in der dritten Serie. 3 in Serie werde ich hier, glaube ich, schaffen. Da kommt der Backpacker. Sind das die Backpackers? Ja, die Backpacker Bernie Stinsons ist es bestimmt. Und er kommt hier mit einem WhatsApp. Jetzt weiß ich natürlich nicht, werde ich hier raus switchen. Er geht hier für die Anpassung. Und ja, ich gehe wieder für den Siedestreif auf mein Koyo zu. Und das reicht definitiv auf bei WhatsApp, weil ich kenne die Verteidigungsrechte. Die sind einfach so verdammt schlecht. Ja. Und er geht hier in sein Sedimantur. Das weiß ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber es hat auf jeden Fall Robustheit. Ich switche hier raus, weil ich jetzt hoffe, dass er eigentlich eine Bodenattacke hier draufhauen wird. Wie ein Erdbeben oder sowas. Und mit Schwirbel kann ich jetzt eigentlich sehr gut abfangen. Er geht hier für einen Sandwirbel. Okay. Ja, das ist eben halt der Computer. Die Genauigkeit sinkt, aber ich gehe für den Energieball. Der trifft. Der macht guten Damage. Und keine Robustheit. Okay, dann nicht. Er geht hier wieder in die Fee, kommt wieder rein zum Schluss. Und bis jetzt war eigentlich immer, muss ich sagen, Koryutsu gleich am Anfang. Raus und Gengar direkt. Ich glaube, Leute, wir sollten unseren Gengar mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben. Der Backpater Barney wurde besiegt. Das ist der dritte Mann in Folge bei mir schon. Ja. Aber wir wollen ja die 100 schaffen. Erstmal die Einzelserie bis 20 spielen. Dann kommt die Superlinie und dann geht es richtig los. Jetzt kommt der vierte Kampf in Serie. Und hey, hey. Sagt er erstmal. Und wie haben wir hier den Schnöse Zed? Er kommt hier mit einem Zwielicht rein. Ja. Zwielicht. Was machen wir gegen dich, Zwielicht? Ich werde hier definitiv rauswitchen. Gehe mit der Kehrtwende. Und die macht gut Damage. Und ja, gar kein Damage, aber okay. Bin hier direkt raus und gehe jetzt auf mein Lucario. Und er geht hier für einen Fluch. Er geht für einen fucking Fluch. Lucario, nein, du bist verflucht. Und, ja, jetzt habe ich hier mein Problem, weil das Lucario ist ja eigentlich wieder nur für VGC ausgelegt. Und ich kann nichts machen.
Ist ja egal, ich gehe trotzdem raus, gehe wieder auf meinen Gengar. Und ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich mache noch den Kampf zu Ende. Heißt, 5 in Folge sind es dann. Und dann werde ich das Team erstmal so ein bisschen anpassen. Heißt, ich werde hier meinen Gengar so lassen, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, recht gut ausgelegt. Das Koyutsu werde ich noch eben ein, zwei Attacken mal neu beibringen. Und auch das Lucario werde ich eben ändern. Weil, wofür brauche ich ein Schutzschild? Eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall ist mein Fokus gut auf Gengar schon mal kaputt. Das ist nicht sehr gut. Er kommt hier mit seinem Grillmark rein. Könnte ich sagen, habe ich predicted? Ja, vielleicht auch nicht. Ich gehe hier für die Matchbomb. Step müsste hoffentlich aufreißen bei Grillmark. Und es reicht aus. Ja, das sieht gut aus. Gengar räumt hier auf. Er geht hier für Snapback. Und ich werde sie nachher wirklich mal im Austauschen. Gehe hier wieder für die Matchbomb und ja, das war's jetzt, sage ich mal. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich werde nochmal ein paar andere Attacken beibringen. Und wenn euch dieses Format gefällt, beziehungsweise ich will hier, wie gesagt, die 100 Siege in Folge machen. Und da könnt ihr gerne dabei sein. Wenn euch das gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, kommentiert mich und wie gesagt, wir legen hier jetzt eine kleine Pause ein und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!